Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Rasen neu anlegen kann und somit natürlich auch den alten Rasen zuerst entfernen, danach den Boden vorbereiten und zum Schluss die Grassamen richtig säen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben uns daheim ein kleines Stück mit einer Rasenmäherkante einmal komplett umrandet und da möchten wir später natürlich jetzt auch das Ganze mit Erde auffüllen und neuen Rasen säen. So wie wir es letztes Jahr auch bei unserer großen Rasenfläche einmal gemacht haben und damit wirklich mehr als zufrieden sind. Die beste Zeit zum neuen Rasen anlegen ist übrigens im Herbst oder im Frühjahr, denn da ist auf jeden Fall noch ausreichend Sonnenlicht normalerweise vorhanden. Der Boden sollte auch durchgehend über 10 Grad Temperatur haben und es ist aber auch relativ feucht noch. Zuerst mal sollten wir schauen, ob wir nicht an einer Stelle schon irgendwie zu hoch sind. Das kann man am besten mit so einer einfachen Latte oder zum Beispiel mit einer gespannten Schnur kontrollieren. Und falls das Ganze doch etwas zu hoch ist, wie bei unserer großen Rasenfläche, dann am besten mal bei kleineren Flächen mit einem Spaten das Ganze natürlich dementsprechend abtragen. Oder bei größeren Flächen kann man sich auch einfach eine spezielle Bodenfräse ausleihen. Und wenn das passt, dann würde ich als nächstes auf jeden Fall erst einmal den alten Rasen und vor allem natürlich auch das darin befindliche Unkraut abtöten, dass da später einfach nichts mehr durchkommen kann. Hierfür gibt es speziellen Unkrautvernichter, welcher auch für die Rasenneuanzahl auf jeden Fall geeignet ist. Und wir sollten unseren Rasen jetzt aber bitte nicht frisch mähen, da desto länger der Rasen ist, desto mehr Mittel kann er natürlich auch dementsprechend aufnehmen. Ich ziehe mir mal Handschuhe und Mundschutz an und jetzt sollten wir laut Anleitung diese 250 Milliliter mit 12,5 Liter Wasser vermischen und dann sollte das Ganze für circa 250 Quadratmeter Fläche reichen. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, diese Quadratmeterzahl erreichen wir leider nicht, weswegen wir das Ganze doch etwas konzentrierter machen müssen. Und ich verwende jetzt hierfür einfach einen 5 Liter Drucksprüher und gebe meine 250 Milliliter hier hinein. Noch ein kleiner Tipp zum Verteilen. Am besten an einem windstillen Tag machen und den Drucksprüher aber doch relativ weit unten halten, dass natürlich der Sprühnebel jetzt auch nicht so sehr in unsere Richtung geht. Am besten hierbei auch von dem Sprüh natürlich wegarbeiten, dass wir da nicht die ganze Zeit durchgehen müssen. Und laut Hersteller soll das Ganze jetzt halt nur 2 Tage einwirken. Ich muss sagen, ich werde das Ganze mal eine Woche lassen, da dann natürlich das Ergebnis nochmal deutlich besser ist. Nach 3 Tagen kann man bereits sehen, dass das Gras nicht mehr so saftig grün ausschaut. Und nach 7 Tagen ist das Gras und Unkraut schon so sehr vertrocknet, dass ich mal mit gutem Gewissen die abgestorbene Oberfläche mit einem Rasenmäher ganz kurz abmähen kann. Danach unsere Fläche mit einem Vertikutierer mal noch im Kreuzgang richtig vertikutieren. Und wir können das Abgestorbene auch schon zusammenrechnen und anschließend entsorgen. Unsere alte Rasenfläche ist somit auch schon richtig vorbereitet und nun müssen wir das Ganze natürlich mit neuer Erde auffüllen. Hierfür haben wir uns vom örtlichen Gartenbau einfach mal spezielle Erde zuliefern lassen. Die ist natürlich auch schon richtig zusammengemischt und vor allem auch gesiebt. Und wenn du jetzt relativ viel Erde auffüllen müsst, dann sollten wir mal circa alle 5 cm mit so einer speziellen Rasenwalze, die einfach dank dem Wasser hier drin etwas Gewicht hat, über Kreuz das Ganze walzen. Die haben wir übrigens auch vom Gartenbau einfach mit ausgeliehen und das hat den Sinn, dass natürlich unsere Erde später auch nicht nach unten absacken kann. Die Menge an Erde sollte auf jeden Fall reichen und bei uns hat es bisher immer am besten funktioniert, wenn wir die Erde am Ende locker auf der Höhe von unserer Rasenmähkante abgezogen haben, weswegen ich das Ganze erst einmal grob mit so einem Rechen hier verteilen werde. Von Weitem schaut es auf jeden Fall schon gut aus und jetzt habe ich mal noch 2 Bretter zusammengeschraubt, dass die unten wirklich auf einer Höhe sind und das Ganze liegt auf der linken Seite auf meiner Rasenmäherkante auf und natürlich auch auf der rechten Seite. Und jetzt geht es darum, dass wir unsere Erde mal in meine Richtung hier ordentlich abziehen. Wenn wir übrigens zu viel Erde da haben, was leider meistens der Fall ist, schaue ich, dass ich diese natürlich mit dem Rechen in meine entgegengesetzte Richtung wieder wegbekomme. Und falls irgendwo zu wenig Erde ist, also zum Beispiel so ein kleines Loch da ist, schaue ich einfach, dass ich mal etwas Erde noch
davor hinschmeißen. Und falls bei dir die Fläche übrigens zu groß ist, dass du das Ganze nicht mit einem Brett überspannen kannst, kannst du zum Beispiel auch Zwischenstücke machen und so ein einfaches Rohr zum Beispiel hier in die Mitte hineinlegen und dann erst einmal diese Fläche hier abziehen und danach natürlich dementsprechend diese Fläche. Damit der Rasen später nicht absacken kann, wie gesagt, mal mit der Rasenwalze überkreuz drüber gehen und darauf achten, dass wir natürlich keine Fußabdrücke davor hinterlassen. Der Boden ist relativ trittfest und vor allem auch recht eben. 100%ig gerade bekommt man es eh nicht hin, aber das wird man später beim Rasen sowieso nicht merken. Und das Ganze ist übrigens bei der Rasenmähkante immer auch jetzt circa 1 cm nach unten gesackt, was auch wirklich super ist, da über die Jahre nämlich der Rasen bzw. die Rasenwurzeln das Ganze eh noch etwas nach oben heben. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall nochmal durchgehen und gröbere Steine entfernen. Bei mir schaut es aber relativ gut aus, weswegen ich jetzt auch schon mal nach Anleitung speziellen Bodenaktivator aufbringen werde, um einfach das Bodenleben nochmal etwas zu verbessern. Bei größeren Flächen könnten wir natürlich einen speziellen Streuwagen verwenden. Ich werde das Ganze jetzt aber per Hand ausbringen, da es ja eine relativ kleine Fläche ist. Auch speziellen Rasenstarterdünger sollten wir jetzt einmal noch aufbringen. Und der Boden ist auch schon richtig vorbereitet, dass wir unsere Rasensamen einmal aussäen können. Noch als kleiner Tipp, hierbei lieber etwas mehr Geld ausgeben, dass er natürlich zu euren Bedürfnissen auch passt. In unserem Fall hält er zum Beispiel Kinder und vor allem auch unseren Hund locker aus. Und dann sollten wir davor mal die Rasensamen noch auf unserer Erde ordentlich durchmischen, dass natürlich auch eine spezielle Sorte nicht irgendwo nur an einer Stelle wächst. Ich sähe wieder per Hand und normalerweise sagt man circa eine Handvoll pro Quadratmeter. Zum Schluss noch eine ganz feine Schicht Erde über unsere Rasensamen drüber geben, dass diese einfach vor Sonne und vor allem auch vor Vögel geschützt sind und die Feuchtigkeit besser gehalten wird. Auch das passt und wir sollten mal für circa 3 bis 4 Wochen schauen, dass wir unsere Rasensamen jetzt wirklich durchgehend feucht halten. Hierfür kann man übrigens auch gerne einfach einen Rasensprenger in die Mitte von der Fläche stellen. Und wer übrigens so faul ist wie ich und nicht jeden Tag bis zu 5-mal rausgehen möchte, der sollte sich am besten mal so einen Bewässerungscomputer zulegen. Der hat uns wirklich enorm viel Arbeit abgenommen. Da kann man einfach zum Beispiel 2-3 Rasensprenger je nach Fläche anschließen und das Ganze am Tag, in meinem Fall zum Beispiel 4-mal für jeweils 5 Minuten bewässern lassen. Der Rasen hier ist zum Beispiel jetzt 3 Wochen alt und selbst wenn wir nicht daheim sind, dann wird die Rasenfläche trotzdem feucht gehalten. Nach 7 Tagen kann man bereits erkennen, dass die meisten Samen aufgegangen sind. Nach gut 2 Wochen ist das Gras auf jeden Fall nochmal gewachsen und vor allem auch deutlich dichter geworden. Sobald das Gras ca. 7 bis 10 cm hoch ist, was meistens so nach etwa 4 Wochen der Fall ist, können wir auch schon das erste Mal mähen. Wichtig hierbei ist, man sollte lieber erstmal zu hoch mähen und über die Zeit dann immer etwas kürzer auf die gewünschte Höhe gehen. Ich kann dir übrigens auch noch einen Tipp geben, dass du am besten einen relativ leichten Rasenmäher jetzt verwenden solltest, da der Boden natürlich noch nicht wirklich 100%ig trittfest ist, da das Ganze einfach über die Zeit dank den Rasenwurzeln erst der Fall sein wird. Und somit haben wir auch schon auf unseren alten Rasen neuen Rasen angelegt und wenn wir das Ganze regelmäßig mähen, dann wird der Rasen natürlich auch noch deutlich dichter wachsen. Wenn du dir für zu Hause übrigens auch hochwertige Rasensamen, Starterdünger, Bodenaktivator oder natürlich auch so einen Bewässerungscomputer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst zu den ganzen Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.